In den letzten Tagen machten vermehrt Gerüchte die Runde, dass Borussia Dortmund Interesse an Memphis Depay zeigt. Und auch wenn ich es nicht für komplett ausgeschlossen oder komplett abwegig halte, dass der BVB über den Spieler nachdenkt, glaube ich aus mehreren Gründen nicht an einen Transfer. Der Niederländer würde prinzipiell sehr gut zum Spiel der Dortmunder passen, aber nicht als Salärersatz. Memphis Depay ist ein exzellenter linker Flügel oder auch eine exzellente falsche 9. Aber genau diesen Spielertypen hat man mit Adeyemi und Malen schon doppelt im Kader. Natürlich sprechen wir bei Memphis Depay nochmal über ein höheres Niveau, aber das ist ein anderes Thema. Es geht rein um den Spielertypen. Und wenn wir uns die Kandidaten, die in den letzten Wochen genannt wurden, anschauen, fällt nämlich Folgendes auf. Die meisten sind physisch starke Spieler mit ordentlichem Kopfballspiel, die eine gute Strafraumbeherrschung haben. Ob ein Modest, ein Cavani, Icardi oder auch ein Piontek. Und ich glaube, so ein Spielertyp wäre aktuell auch der richtige für den BVB. Beziehungsweise, so ein Spielertyp ist das, was man braucht. Ein reiner Abschlussspieler, ein Strafraumstürmer, der dir das bringt, was durch Haller verloren geht. Auf der anderen Seite müssen wir auch einfach mal bedenken, was möchte der Spieler überhaupt? Denn zum einen wäre Depay, was das Gehalt angeht, alles andere als günstig für den BVB und er hätte auch bestimmt den Anspruch, direkt einer der Topverdiener zu sein. Und des Weiteren hat man gehört, dass Memphis nur zu einem absoluten Topclub wechseln will. Und bevor ihr das falsch versteht, ich sage das ohne jegliche Wertung, denn meine Meinung oder auch eure Meinung ist hier absolut egal. Es ist nicht wichtig, ob wir den BVB für einen absoluten Topclub halten, sondern ob Memphis Depay oder seine Berater das tun. Dass ein Name wie Depay für Euphorie sorgt, das ist klar und auch völlig nachvollziehbar. Vor allem, wenn er wirklich ablösefrei zu haben sein sollte. Der Kerl ist ein klasse Spieler und ich glaube, viele Fans hätten ihn gerne in ihrem Team. Aber wie ich es bereits gesagt habe, spricht für mich einfach viel zu viel gegen einen Wechsel zum BVB. Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren. Aber was meint ihr? Glaubt ihr an einen Wechsel von Memphis Depay zum BVB oder nicht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao ciao.